Ferien freue ich mich immer sehr, mal eine Pause von der Rebellion zu nehmen, um mit meinen sehr begabten Musikerinnen und Musikern zu spielen. Es macht mir eine sehr große Freude, über die letzten paar Jahre mit Ihnen zusammen zu spielen. Es ist sehr entspannend, ich kann auch mit Ihnen gut lachen. Und Sie geben mir einfach eine Hoffnung, dass wir eines Tages eine freie Galaxie haben können. ja, ich kann mir keine stärkere Familie vorstellen, die trotz der drohenden dunklen Macht so ein starkes, gutes Konzert auf die Beine stellen konnte. Ich möchte auch einen Moment nehmen, um an meine gute Freundin Carrie Fisher zu denken, die vor einem Jahr gestorben ist, im Dezember. Also in mir und in dem nächsten Stück, das wir spielen, lebt sie ewig weiter. Also möge die Macht mit euch sein und danke uns. Thank you.
diese Landschaft, Mittelerde, wandert eine kleine Gruppe verschiedenster Kreaturen. Der Hobbit Frodo nämlich macht sich mit seinen treuen Gefährten auf zur Quelle nach Mordor, um den Ring, der in seinen Besitz gekommen ist, zurück in die Quelle zu werfen, um ihn unschädlich zu machen. Denn dieser Ring ist sehr, sehr gefährlich. Und dieser Ring gehörte ursprünglich dem bösen Herrscher Sauron, der den Ring in die Quelle von Mordor hat schmieden lassen, um die Macht über die Welt zu erlangen. Der Weg hin zur Quelle ist äußerst tückisch, weil überall dunkle Kreaturen, nämlich Orks und Trolle und dergleichen lauern, die Frodo töten und den Ring ihrem Herrscher zurückbringen wollen. Gott sei Dank wird diese Gruppe von dem guten Zauberer Gandalf begleitet, der sie stets beschützt. Zudem sind da verschiedenste Elben, wie zum Beispiel Legolas, Teil der Gruppe. Des Weiteren ist da auch noch der Mensch Aragorn, der Gegenspieler Saurons mit Partie. Sein Ziel ist, Sauron zu besiegen. Aragorn ist verliebt in die Elbenfürstentochter Arwen. Arwen besitzt eine mächtige Kette, den Abendstern. Um diese wundersame Reise, um die vielen großen Gefahren und um die schwierigen Prüfungen dreht sich die Geschichte Herr der Ringe. Schafft es Aragorn, Sauron zu besiegen, Arwen zur Frau zu bekommen? Gelingt es Frodo, den Ring zurück in die Quelle zu werfen? Kommen überhaupt all unsere Freunde der Heil in ihre Heimat zurück? Begeben Sie sich in diese fantastische Welt und gemeinsam mit den faszinierenden Kreaturen Mittelerdes jenes gewaltige Abenteuer durchzustehen. Aber nicht jeder kann nach so einem Erlebnis zurück in seine Hobbithöhle und da weitermachen, wo er vor dieser unglaublichen Reise aufgewacht hat. Einen besonders schönen und stimmigen Anteil des Erfolges des Films Herr der Ringe hat die Musik von Howard Shaw. Lassen Sie sich jetzt von dieser gelungenen Musik in die wundersame Welt entführen. Wenn ich abends im Bett liege und meine Gebete in den Worten endige, ich danke dir für all das Gute und Liebe und Schöne, dann jubelt es in mir. Dann denke ich an das Gute, unser Verschwinden, meine Gesundheit, an das Liebe, an das, was einmal kommen soll. Die Liebe, die Zukunft, das Glück, das Schöne, das die Welt umfasst. Natur, Kunst. Dann denke ich nicht an das Elend, sondern an das Herrliche, was übrig bleibt. Hier liegt zu einem großen Teil der größte Unterschied zwischen Mutter und mir. Ihr Rat für Schwermut ist, denk an all das Elend in der Welt und sei froh, dass du das nicht erlebst. Mein Rat ist, geh hinaus in die Felder, die Natur und die Sonne. Geh hinaus und versuche, das Glück in dir selbst zu finden. Denk an all das Schöne, was in dir selbst und um dich herum wächst und sei glücklich. Eine weitere Person, die es schaffte, in dieser menschenverachtenden Zeit die Menschlichkeit zu wahren, war der industrielle Oskar Schindler. Mit seinen Arbeiterlisten und seinem raffinierten Verhandeln mit den Nationalsozialisten
konnte er etwa 1200 Jüdinnen und Juden vor dem Tod bewahren, indem er vorspielte, sich nur des Profites willen um ihre Leben zu kümmern. In Wahrheit jedoch wollte er sie retten. Dies sind nur zwei der vielen wunderbaren Menschen, die bewiesen haben, dass auch in schwierigsten Zeiten Platz für Menschlichkeit und Liebe ist. Und nun werden wir Ihnen das berühmte Thema aus Schindlers Liste spielen. Und Helen Palmer wird das wunderschöne Solo spielen. Viel Vergnügen. Thank you.
Wow, danke. Doch reichen 7 da. Ausgang gefüllt.